Der Schwan. Das ist ein weltberühmtes Stück geworden, weil Anna Pawlowa, die, wie viele sagen, größte prima Ballerina aller Zeiten, 1905 dieses Stück als sterbender Schwan so eindrucksvoll tanzte, dass es heute noch von guten Balletttänzerinnen Schritt für Schritt genau so getanzt wird wie damals. Aber auch ohne die Pawlowa und ohne Ballett ist das eine Musik, die jeden, der auch nur ein bisschen Ohr für Musik hat, anrührt. Nun mag ich auch nichts erzählen von Tanten, die ständig seufzen und sich wie sterbende Schwäne aufführen, weil zu dieser Musik nichts zu sagen ist. Sie ist einfach schön und ein kleines Meisterwerk über alle Zeiten hin.